Hey Leute und willkommen zu meinem ersten deutschen Video auf diesem Kanal, weil heute gibt es einen Vlog zur Frankenmex und es wird ziemlich interessant heute, weil ich erst vorgestern Nacht herausgefunden habe, dass die existiert, also gab es natürlich keine Online-Tickets mehr, also muss ich jetzt heute auf Nürnberg fahren und hoffen, dass ich noch welche an der Kasse kaufen kann. Deswegen komme ich erstmal ein bisschen früher, weil ich weiß echt nicht, wieso da der Anlauf ist. Aber mal gucken. Also heute geht es erstmal wieder ab auf Nürnberg. Dafür muss ich jetzt dann erstmal, keine Ahnung, so 1,5 bis 2 Stunden Zug fahren. Und dann erstmal versuchen, die Frankenmex überhaupt zu finden. Aber keine Ahnung, ich freue mich auf jeden Fall, weil dieses Jahr, normalerweise seht ihr auf meinem Kanal, bin ich eigentlich immer zu Dokumi gegangen. Konnte ich dieses Jahr nicht, weil ich meinen Abschluss gemacht habe. Also bin ich ziemlich froh, dass ich jetzt halt random herausgefunden habe, dass die Frankenmex existiert. Aber mal gucken, wie es läuft und ob ich ein Ticket bekomme. Bis gleich. So, ich bin endlich in Nürnberg angekommen. Und muss jetzt halt erstmal irgendwie zu meiner Bank finden, um ein bisschen Geld abzuheben. Hab keine Ahnung, wie ich das finden soll. Naja, mal gucken. Und dann erstmal noch ab zur Frankenmex. Ich hoffe, dass es einigermaßen zusammen auf dem Weg liegt und ich nicht quasi doppelt so lang laufen muss. Aber keine Ahnung, mal gucken. Aber zumindest, ich habe schon mal soweit ein paar Cosplay gesehen. Also bin ich zumindest nicht der Einzige, der hier rumlatscht einfach so. Obwohl ich trotzdem komisch angeguckt wurde, aber das ist halt das Leben. Aber naja, jetzt mal gucken, ob ich das überhaupt finde. Wie ihr sehen könnt, ist es stockdunkel. Jetzt ist es nämlich 18 Uhr, das heißt, ich muss zurück zum Bahnhof latschen und hoffen noch rechtzeitig meinen Zug zu kriegen.
Ich habe heute irgendwie echt nicht viel Videos gemacht, aber gefühlt ist auch nicht viel passiert, weil ich, ich stand ja erst mal 2 Stunden in der Schlange, wo ich schon fast erfroren werde. Es war heute schon den ganzen Tag lang echt eiskalt und deswegen bin ich echt froh, dass ich heute nicht mein Junko-Cosplay oder so getragen habe. Aber naja, es war ziemlich cool. Es waren auf jeden Fall um einiges mehr Leute da, als ich dachte. Also ich weiß auch nicht, ob das so der normale Anlauf ist oder ob jetzt halt plötzlich mehr Leute gekommen sind. Aber auf jeden Fall waren es mehr, als ich erwartet habe. Aber es war echt cool. Also dann habe ich erstmal Fotos gemacht im Fotoraum. Das war auch richtig cool. Die haben mir dann ausgedruckt bekommen. Und die waren sogar richtig günstig. Es hat voll Spaß gemacht. Und dann habe ich an der Random Dance Challenge teilgenommen, weil wenn ich schon an der Con bin, dann immer eine Random Dance Challenge. Und dann war ich eigentlich schon fertig. Aber dann ging es erstmal ab in den Karaoke-Raum. War auch richtig spaßig, auch wie die anderen halt einfach da voll abgegangen sind. Und ja, jetzt war es eigentlich schon wieder mit dem Tag. Also ich habe richtig coole Leute gesehen. Ist aber natürlich auch nichts Neues. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich zu meinem Zug finde. So, ich bin endlich wieder fast zu Hause. Ich bin echt müde, also muss ich wirklich sagen. Aber es war absolut cool heute. Also für alle, die jetzt in der Umgebung von Nürnberg wohnen, kann ich nur empfehlen. Es ist auf jeden Fall echt richtig cool gewesen. Ich persönlich habe zum Beispiel gar nichts gekauft, aber das mache ich normalerweise auf Conventions nicht, weil es einfach sauteuer ist. Aber obwohl es halt kleiner ist, gab es auch trotzdem auf jeden Fall ganz viele coole Sachen zum Kaufen. Und generell, ich meine, sowieso wie es halt immer so ist, das Klima war halt super, alle waren total nice drauf und kann ich nur empfehlen. Also es war richtig cool. Also ich freue mich schon auf die nächste Frankenmax auf jeden Fall. Ja, also bis zum nächsten Video von mir.